Ja, und schon können wir starten. Startend in den heutigen zweiten Praxistag werden wir mit einem ebenso coolen, wie aber auch unter Kollegen natürlich durchaus kontrovers diskutierten Thema. Es geht um Robotik im Tischler- und Schreinerhandwerk. Einer, der sich intensiv damit auseinandersetzt und so einen automatischen Kollegen in seinem Betrieb einsetzt, ist Elias Holocher. Er ist Inhaber der Schreinerei Holzkunst Holocher im bayerischen Durach. Er berichtet jetzt gleich ganz konkret über die Erfahrungen, die er in seiner Schreinerei gemacht hat und geht auch auf die Möglichkeiten und Grenzen dieser Technologie ein. Und er freut sich natürlich darauf, Ihre sicher zahlreichen Fragen zu beantworten. Stellen Sie diese, wie vorhin schon angekündigt oder angewünscht, sehr, sehr gerne dann im Chat. Lieber Elias, ich weiß nicht, ob du uns siehst und hörst. Das wäre super. Du würdest dich genau jetzt dazuschalten. Hallo Guten zusammen. Morgen oder wie Guten soll ich Morgen. sagen, Servus oder Grüß Gott nach Bayern. Lieber Ja. Elias, schön, dass du dabei bist. Und ja, wir sind gespannt und freuen uns jetzt auf deinen Vortrag. Die virtuelle Bühne gehört also ab genau jetzt dir. Super. So, ich hoffe, ihr könnt alle was sehen. So, mein Name ist Elias Holocher, wie schon erwähnt. Ich bin Geschäftsführer der Holzkunst Holocher GmbH und auch Inhaber der Holzkunst Holocher GmbH. Wir haben die Holzkunst Holocher GmbH vor 7 Jahren gegründet und haben uns spezialisiert auf hochwertigen Innenausbau. Wir machen unter anderem eben verschiedene Möbel und ich gebe hier mal einen kleinen Vorblick. Und wie gesagt, eine Schreinerei im Allgäu. Wir sind 5 Angestellte, haben 2 Roboter im Betrieb und produzieren Küchen, aber auch eben Kinderspielzeug. Hier ein kleiner Einblick in den hochwertigen Innenausbau. Dann bauen wir unter anderem auch, die haben wir weltweit patentiert, sprachgesteuerte Möbel, sprachgesteuerte Küchen, die werden automatisch zum Sitzplatz. Das heißt, wir haben schon viel Erfahrung mit Technik und hier ein kleines Video dazu. Das ist eine Kochinsel, die dreht sich um 90 Grad die Arbeitsplatte. Dann Alexa, fahren Essen an. Bänke raus. Wird sozusagen automatisch zum Sitzplatz. In der Kochinsel ist alles verbaut, das heißt Elektrogeräte fahren raus, Kühlmaschine, Kaffeemaschine, Kühlschrank. Und das ist natürlich für auch für kleine Kunden eine optimale Platzersparnis. Wir haben jetzt auch gestern gerade wieder eine verbaut, die auch noch komplett auf die Terrasse. Herr Holocher, kurz als Tipp fürs nächste Video. Der Ton vom Video ist sehr laut, wir konnten Sie schlecht verstehen. Gerne den Ah, Ton so ein bisschen runterregeln, damit wir Ihre Erläuterungen hören. Danke. perfekt. Jetzt kommen wir zum Thema Roboter in unserem Betrieb. Wir haben vor 3 Jahren in der Corona-Zeit eben angefangen, Spielzeug herzustellen und sind auch schnell, weil viele Bestellungen kamen, an unsere Grenzen gestoßen. Und wir hatten immer das Thema, dass wir relativ viel Bögen, Kletterbögen, das sieht man jetzt auch gleich, leimen mussten. Und da haben wir uns überlegt, wie könnten wir da eine beste Lösung anschaffen. Und wir haben uns überlegt, was gibt es auf dem Markt für Leimdispenser und sind aber relativ schnell eigentlich auf die Idee gekommen, einen Roboter anzuschaffen und den dafür herzunehmen. Und zwar leimt er uns jetzt die ganzen Bögen. Wir haben natürlich jetzt auch mehrere Anwendungen mit unseren Robotern im Betrieb. Das heißt, wir können einmal leimen, einmal schleifen und einmal eben auch den Laser bestücken. Alles Arbeiten, die wir früher händisch gemacht haben, wo uns jetzt der Roboter sehr hilft. Und was natürlich auch toll ist, wir können natürlich dadurch auch viel größere Stückzahlen herstellen und haben natürlich auch dadurch die Möglichkeit, einfach auch schneller im Versand zu sein, also unsere Produkte schneller herzustellen. Und der Roboter hat sich sehr bewährt.
Jetzt gehe ich nochmal direkt auf das Leimen ein. Das war also die erste Funktion, die wir den Roboter machen lassen haben, was für uns natürlich relativ toll war auch. Es war natürlich ein kleiner Prozess. Man muss den teachen, man muss sich überlegen, wie funktioniert die Leimdüse. Wir haben einen kleinen 3D-Drucker, da haben wir uns auch so verschiedene Bauteile eben dann auch selber gedruckt, weil auf dem Markt gibt es natürlich noch nicht so viele Anwendungen. Aber das kann man jetzt hier im Leimen ganz schön nochmal sehen. Das heißt, der Roboter gibt eine gewisse Menge Leim in jedes Loch rein. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir jetzt den ganzen Tag nur Bögen leimen, ist immer das Problem, irgendwann wird man unkonzentriert und wir brauchen natürlich eine komplette Arbeitskraft, die jetzt natürlich dank unserem Roboter eigentlich ja, die der Roboter übernimmt und wir unseren oder uns dann wieder den kreativen Sachen widmen können und diese einfachen Arbeiten, die alle der Roboter übernimmt. Hier ein kleines Video dazu. Da sieht man das Teachen, das heißt, der Roboter wird geteacht. Er fährt in den Leimbehälter, in den Wasserbehälter rein, um die Düse frei zu machen. Hier wieder beim Teachen. Hier sieht man dann auch genau, dass er in jedes Loch die absolut genau die Menge an Leim reinführt, die wir eben brauchen, damit wir da eine Stabilität bekommen. Und man muss sich das einfach so vorstellen, händisch das zu machen, war natürlich immer mit der Zeit, einmal ist zu viel Leim rausgekommen, einmal ist zu wenig Leim rausgekommen und der Roboter macht es absolut präzise und auch in der Geschwindigkeit, wo wir dann sagen können, das ist optimal. Das heißt, er kann hier 52 Löcher innerhalb von 10 Minuten den Leim eingeben, sodass er auch nicht früher abnimmt. Und die Roboter heutzutage, also die kollaborativen Roboter, sind natürlich auch inzwischen die Programme sehr, sehr einfach. Das heißt, jeder bei uns in der Schreinerei kann den Roboter teachen, jeder kann ein kleines Programm erstellen und so nutzen wir alle in der Schreinerei den Roboter für verschiedene Anwendungen. Jetzt komme ich auch schon zum Lenkradschleifen. Wir haben uns überlegt, wie könnten wir eben für unser Kinderspielzeug noch besser die Lenkräder schleifen. Das haben wir früher alles händisch gemacht. Wir hatten natürlich auch immer das Problem, wir standen die ganze Zeit an der Bohrmaschine, hatten da einen Schleifigel eingespannt und standen natürlich auch die ganze Zeit in dem Schleifstaub. Und jetzt übernimmt der Roboter die Aufgabe, das natürlich auch. Wir tragen keinen gesundheitlichen Schaden mehr davon und schleift jetzt sauber die Lenkräder. Und das Thema war auch immer, wenn es um die Qualitätskontrolle geht. Wir haben am Schluss halt Lenkräder gehabt. Wenn ich jetzt mal einen Tag Lenkräder geschliffen habe, waren die natürlich nicht so schön, wie wenn sie meine Angestellten gemacht haben. Das Thema immer ist im Zeitdruck und der Roboter nimmt sich für jedes Lenkrad genau die Zeit, die wir natürlich auch dafür hergenommen haben, wo er dann auch in die Ecken sauber schleifen muss, wo wir händisch dann zum Teil gar nicht so gut reingekommen sind. Das sieht man jetzt hier auch noch mal ganz schön an einem Video. Der Roboter nimmt sich selber die Lenkräder, das heißt, für uns ist nur die Aufgabe, das Schleifpapier zu wechseln und einen Stapel Lenkräder hinzulegen. Er positioniert sie, greift sie und legt sie dann auch wieder, wenn sie fertig geschliffen sind, ab. Hier tastet er den Stapel an, schaut, ob genügend Lenkräder da sind. Dann setzt er das Lenkrad auf uns so eine selbstgebaute Spannvorrichtung. Und dann mit einer einfachen Bosch-Maschine im Baumarkt für 75 Euro schleift er dann komplett das Lenkrad. Und das war für uns eine riesen Zeitersparnis, vor allem wenn wir dann auch in der Corona-Zeit und auch danach zum Teil bis zu
100 bis 150 Lenkräder im Monat schleifen mussten, war das natürlich toll, weil der Roboter konnte eben die ganze Arbeit übernehmen. Und in der CNC gäbe es keine Möglichkeit, die zu schleifen, da kein Aggregat wirklich hinkommt und wir das auch in der CNC nicht wirklich spannen können. Und dafür ist natürlich der Roboter auch Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich meine, so ein Roboter kostet man mit allen Anwendungen 15.000 bis 20.000 Euro. Natürlich Gold wert, weil er kann da diese Arbeit übernehmen. Und wenn man sich das hochrechnet, wenn er am Tag 6 bis 7 Stunden arbeitet oder 5 Stunden, dann kostet er in der Stunde 2 Euro. Und das ist natürlich Gold wert. Hier sieht man dann nochmal genau, wie er dann überall sauber reinfährt. Und dann greift er wieder das Lenkrad. Und legt es eben auf den Stapel der fertig geschliffenen Lenkräder dann wieder ab. Hier sieht man jetzt nochmal ganz gut die ganzen, also die Lenkrad, diese Schleifvorrichtung, der Schleifigel und so. Das mussten wir alles selber bauen. Dafür haben wir uns dann auch mehrere 3D-Drucker angeschafft, um da natürlich auch solche Bauteile schnell zu produzieren und natürlich auch verschiedene Anwendungen oder so selber zu entwickeln, weil auf dem Markt gibt es leider da noch relativ wenig Anbauteile. Das heißt, man muss leider immer auch ein bisschen selber kreativ sein, um da irgendwie eine sinnvolle Lösung herzustellen. Dann das nächste Thema ist auch wiederum ein Thema. Wir hatten mehrere Aufträge, eben auch Bretter, so Schneidebretter mit einer Gravur und oder mit dem Namen reingelasert zu produzieren. Und da war es nämlich dann auch so, dass wir einmal hatten ein Kunde 2000 Bretter bestellt. Da ging es dann darum, überall musste ein Logo reingelasert werden. Und das macht natürlich wahnsinnig viel Sinn, eben das auch mit dem Roboter zu machen. Wir sind da auch weiter am Entwickeln. Was könnte der Roboter noch für Aufgaben nehmen? Unser Ziel ist es natürlich auch, ihn mal das Ölen zu überlassen. Aber das sind natürlich alles weitere Entwicklungen, wo wir Stück für Stück dran arbeiten. Hier sieht man jetzt auch nochmal ganz schön. Am Greifer ist einfach aus dem 3D-Drucker ganz einfach hergestellt, so ein Vakuumsauger, den wir entwickelt haben, der dann einfach die Bretter in verschiedenen Größen nehmen kann. Eine kleine Vakuumpumpe. Ich glaube, wir haben für die Vakuumpumpe und für die Anbauteile nicht mehr wie 500 Euro ausgegeben in Summe und können dann natürlich auch kostengünstig, ja, uns den Arm so produzieren, dass wir halt sagen können, für die Anwendung oder für die Anwendung ist der Roboter sinnvoll. Hier sieht man es jetzt auch noch mal im Video. Da legt er, tastet sich rein, legt das Brett an die Position. Das dauert einen kleinen Moment, bis es ausgerichtet ist. Und dann startet der Laser und fängt mit der Gravur an. Hier haben wir nur ein schnelles Video mal gedreht. Da nimmt das dann auch wieder gleich aus. Und was toll an dem Roboter ist, er kann natürlich durch seine 6 oder 7 Achsen sich wirklich fast so gut wie ein Handgelenk bewegen. Das heißt, auch in kleine Bauräume kommt er optimal rein und auch die ganzen Anbindungen. Das Schöne an dem Roboter ist ja, dass man den teachen kann. Das heißt, man packt den Roboterarm, bewegt ihn dahin, wo man ihn haben will, wie man das auch händisch macht und hat dadurch natürlich die Möglichkeit, genau die Position oder genau das, was wir eigentlich mit der Hand machen, mit dem Roboter nachzuahmen. Das heißt, der Roboter nimmt unsere Bewegungen, die wir mit der Hand vorzeigen, auf in die Software und macht genau die gleiche Bewegung dann auch. Das heißt, wir müssen den nicht irgendwie im Koordinatensystem teachen, sondern alles, was wir händisch eben dem Roboter beibringen, so bewegt er sich auch. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Das sind unsere drei Hauptanwendungen, wo wir jetzt aktuell eben den Roboter im Einsatz haben. Wir sind natürlich auch noch weiter am Entwickeln. Da sieht man nochmal, da werden dann Schrauben reingesetzt, auch wieder er packt ein Lenkrad. Tut es auf eine Position, die wir geteacht haben, nimmt dann die Schrauben
Inzwischen macht er das über das Magazin. Früher haben wir das noch ein bisschen ausprobiert. Wie könnten wir das am besten machen? Und da natürlich auch eine schnellere Lösung hinzubekommen. Und wie gesagt, da sind wir auch immer am Weiterentwickeln. Und bei uns ist es eben so, dass wir mit den Robotern inzwischen ja viele verschiedene Anwendungen machen, ob das jetzt für Lenkräder Stopfen sind, die man eben lasern kann, ob das jetzt verschiedene jetzt zum Beispiel Logos sind, die wir an unsere Kindermöbel hinstellen können und oder hinhängen können. Und für uns hat sich der Roboter sehr, sehr gelohnt, weil wir, wie gesagt, eine Arbeitskraft dadurch, die können jetzt kreative Sachen machen und der Roboter macht für uns die einfachen Tätigkeiten und wir können natürlich so viele verschiedene Sachen jetzt eben mit dem Roboter machen und sind natürlich auch immer am Weiterentwickeln, haben gerade aktuell eben auch ein neues Projekt, wo es dann auch darum geht, um eventuell so ein Kühlsystem herzustellen mit einer Bestückung mit dem Roboter und haben auch einen Tisch gebaut, wo wir gerade in der Entwicklung sind, der eben einen Kühlschrank im Herzstück hat, wo dann der Roboter anfängt, dann aus dem Kühlschrank die Sachen rauszunehmen. Da haben wir verschiedene, ja, es sind noch bis jetzt so Spielprojekte, aber wir wollen das natürlich immer weiterbringen und weiterentwickeln. So, jetzt hätte ich Zeit für Fragen. Ja, ich habe mich da mal dazu geschaltet. Das war ja mal so richtig interessant. Und schon die Küche, die du zu Anfang gezeigt hast, war natürlich ja, ziemlich spektakuläre Kiste sozusagen, leger ausgedrückt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit jetzt zu sprechen über das Thema Cobots und Robotik. Möchte gerne aber noch mal in die Runde werfen. Stellen Sie gerne noch Fragen im Chat, wenn Sie das eine oder andere interessiert. Elias Holocher hat sicher gute Tipps parat und Antworten auf vieles, was Sie unter Umständen da interessiert. Also machen Sie rege Gebrauch davon. Elias, du hast gesagt, der Ursprung, dass ihr euch mit dem Thema auseinandergesetzt habt, ist, dass ihr irgendwie an Grenzen gestoßen seid. Von der Genau. Kapazität wahrscheinlich, oder? Das war das Ja. Fachkräftethema mal in erster Linie. Und hast dich ja dann, nehme ich mal an, ganz neu mit diesem Thema auseinandergesetzt. Oder bist du so ein Freak? Hast du vorher schon nachts geträumt von Cobots, was du da nur machen kannst? Oder hast du dann im Grunde von null auf begonnen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Wie war das Also bei dir? das Thema war bei uns so, dass wir am Anfang uns überlegt haben, wie könnten, was gibt es für Lösungen? Also wir hatten gerade auch da eine neue 5-Achs-CNC angeschafft und haben uns überlegt, wie könnten wir mehr mit den Maschinen lösen, was wir alles händisch machen bei uns im Betrieb. Und das Thema war schnell, dass wir uns überlegt haben, wir wollten eigentlich so wie so eine kleine CNC mit einer Leimdüse uns selber so ein Gerät ja bauen oder beziehungsweise eben auch anschaffen und sind da natürlich auf so Schwierigkeiten gestoßen, erstens von der Programmierung und zweitens natürlich auch vom Zeitaufwand und von den Kosten war das für uns ja relativ schnell ein Thema und ein Kumpel von mir, er hat diese Roboter damals hergestellt bei TQ, eben die Franka Imica Roboter und der hat uns natürlich da drauf gebracht, hat gesagt, versuch's doch mit dem Roboter, ist doch viel einfacher. Und wir haben eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht an Roboter gedacht. Das war auch erstmal so, auch ein bisschen skeptisch in der Schreinerei, wie jetzt einen Roboter anschaffen. Für unsere kleine Schreinerei mit 5 Leuten ist das doch vielleicht ein bisschen übertrieben oder so. Und ja, später habe ich gesagt, sobald der Roboter dann nicht mehr funktioniert hat, war dann eher so, oder das Thema mal kurz irgendwie stand oder wir ein Update draufgeladen haben und mal kurz was händisch machen müssen. Wir müssen schauen, dass der Roboter wieder läuft oder mal die Leimdüse verstopft war und wir eine neue drucken müssten. Es ist natürlich auch nicht immer alles so, dass alles erstmal reibungslos funktioniert. Wir mussten am Anfang, sagen wir mal, gute 2 Wochen auch Arbeit reinstecken, bis wir uns da mal ein bisschen eben auseinandergesetzt haben mit dem Roboter. Das vom Programmieren her war es relativ einfach. Da hatten wir auch eine kleine Schulung bekommen. Das ist sehr intuitiv, aber das Thema ist natürlich, die Aufgaben, die wir jetzt da machen, hat natürlich der Roboter noch nie davor gemacht. Also
nicht in dem Stil. Und natürlich auch immer das Thema, wie geht er mit Staub um? Was passiert mit dem Leim? Wir haben natürlich auch das Thema mit der Viskosität vom Leim, dass das natürlich dann, wenn es mal warm war, hat der Leim dann mehr getropft in der Schreinerei und die Bögen verschmiert, dass man da eine optimale Düse entwickelt. Das heißt, bis es am Anfang wirklich reibungslos gelaufen ist, unser Programm, kann man schon sagen, hat man fast einen Monat Arbeit reingesteckt. Aber das hat sich gelohnt, weil er seitdem die Bögen leimt. Gut, ein Monat klingt jetzt erstmal nicht so schlimm. Interessant finde ich, jetzt hat nicht jeder einen Kumpel, der gerade zufällig mitten im Robotergeschäft drin ist. Was hast du denn für einen Tipp an Kollegen? Wie können die sich an so ein Thema rantasten? Wo gibt's coole, interessante Infos, die da beim Ja, Einstieg helfen? also es gibt natürlich viele, also diese ganzen Cobots, also diese ganzen Hersteller, gibt es ja verschiedene Marken, Firmen, Franka Imica, Agile Robots, die alle diese kollaborativen Roboter herstellen. Da gibt es wirklich relativ viel gute Firmen, die da auch tolle Sachen, Fanuc vor allem tolle Sachen produzieren, also tolle Roboter produzieren. Ich sage natürlich, es muss natürlich eine gewisse Losgröße da sein. Wenn man jetzt ein Lenkrad nur einmal schleift, dann macht das natürlich überhaupt keinen Sinn, in der Schreinerei einen Roboter anzuschaffen. Also ich sage, das lohnt sich natürlich bei alles wiederholenden oder wiederholenden Aufgaben, die man täglich macht, zum Beispiel eine CNC mit Brettern bestücken oder ein Laser bestücken. Alles Aufgaben oder eine Kantenanleime oder so bestücken. Das sind so Aufgaben, die kann der Roboter übernehmen. Das heißt, das sind tägliche Aufgaben, das sind auch immer wiederholende Funktionen. Jetzt hat ihn irgendwie für eine Losgröße, ich sage immer, eine Losgröße ab 100 Stück macht Sinn, dann wirklich auch ein Programm, sich mit dem Roboter einen Tag hinzustellen, dafür ein Programm zu schreiben und zu sagen, so, jetzt übernimm das bitte für diese 100 Stück. Aber ich sage, da muss man immer ein bisschen abschätzen, weil natürlich der Roboter kann lang nicht die Arbeiten, die wir in der Schreinerei, vor allem in der kleinen Schreinerei haben, ist es ja immer oft das Thema, dass wir viel individuelle Sachen haben. Wir stellen ja keine Losgrößen wie Nobilia oder Ikea her, sondern wir machen ja wirklich individuelle Sachen in der Schreinerei. Und da ist natürlich schon oft auch das Thema, wo lohnt sich der Roboter und macht ein Roboter Sinn? Weil jetzt für unsere sprachgesteuerten Küchen können wir jetzt noch nicht wirklich einen Roboter einsetzen. Also da ist es natürlich, oder für jetzt maßgeschneiderte Möbel, ist es natürlich schwierig, weil jedes Brett ist anders, ja, oder jedes Möbelstück ist anders. Natürlich wäre es ein Traum, die ganze Ölarbeit oder Lackiererei irgendwann mal vom Roboter zu übernehmen, der kostengünstig ist. Das ist ja auch immer so ein Thema. Natürlich, es gibt große Roboter, die verschiedene Sachen machen können, aber die müssen auch immer wieder programmiert werden. Und da ist es natürlich immer so, dass es wirklich eigentlich erst Sinn macht, wenn man natürlich größere Baugruppen oder halt gleichbleibende Tätigkeiten hat, die sich immer wiederholen. Ja, sehr interessant. Also du hast jetzt eigentlich eine Frage beantwortet, die aus dem Teilnehmerkreis kam, die ich dir sonst gestellt hätte. Also die lautete, wann lohnt es sich, mit dem Thema Cobots auseinanderzusetzen? Das hast du in meinen Augen beantwortet, indem du gesagt hast, im Grunde sind es sich wiederholende, ich sag mal, Arbeitsgänge oder Handhabungen und nicht die absolut individuelle Einzelaktion, die jedes Mal unterschiedlich ist. Dazu würde ich dir am Ende noch gerne eine Frage stellen. Und zweiter Teil dieser Frage ist, wie sieht es preislich aus? Da hattest du vorhin in deinem Vortrag gesagt, 15.000 bis 20.000 Euro inklusive Anbindung. Ich dachte, es sei noch teurer. Kannst du da noch mal ein paar Takte dazu sagen? Ja, also wie gesagt, es kommt natürlich immer auf die Größe vom Roboter an. Aber heutzutage, also fängt ja schon an, wenn man jetzt bei der Firma Ego schaut, also so ein Cobot fängt da bei 5.700 Euro an, die die Firma baut und die auch sehr, sehr hochwertig sind. Also und auch schon dann zahlt man noch ein bisschen was für die Software, aber das hält sich alles im Rahmen. Das heißt, spannend wird es für uns natürlich auch, wenn die Anschaffung nicht so hoch ist. Und die meisten Cobots so in dem Bereich, die jetzt eine Größe haben von 800 oder 900 Millimeter an Greiflänge oder den Radius und so ein Gewicht heben können bis zu 5 Kilo. Das heißt, dass sie auch mal eine kleine Schleifmaschine oder einen kleinen Schleifaggregat halten können, ohne dass sie gleich abschalten. Die liegen so zwischen 12 und 20.000 Ah Euro. ja. Und
Das ist, also da gibt es ganz viele Hersteller. Natürlich, da gibt es auch hochwertige, wenn man jetzt bei Fanuc schaut, dann liegt es mal bei 25.000 Euro, aber da kommt man schon sehr, sehr weit heute mit den kleinen Cobots, sage ich jetzt mal so, kleinen Cobots, weil es ist natürlich kein großer Cobot oder kein großer Roboter mit Zaun, sondern eben ein Roboter, mit dem man auch dazu arbeiten kann. Das ist ja auch ein wichtiges Thema jetzt auch bei uns in der Schreinerei, dass wir einfach nicht die Sicherheits- oder wir brauchen keine Sicherheitsvorkehrungen. Natürlich müssen wir auch über jedes Anbauteil, was wir selber dran bauen, heißt das ja immer so CE-Zertifizierung. Da ist natürlich auch, gibt es natürlich auch immer einen Streitpunkt, wo man sagt, ja, es ist ein wenig schwierig. Natürlich, eine Kreissäge, die können größeren Schaden anrichten, aber würde man da jetzt ein kleines Fräs- oder Sägeaggregat hinbauen, da muss man natürlich auch selber für die Sicherheit dann sorgen. Aber für die Arbeiten wie jetzt einen kleinen Schleifigel oder einen Leimdispenser, da kann sich keiner verletzen. Und da ist eben so ein Cobot super. Da gibt es auch eine Frage aus der Teilnehmerrunde. Wie sieht es denn mit Sicherheitseinrichtungen bei der Roboteranwendung aus? Ich nehme an, der Kollege oder die Kollegin meint, muss ich jetzt um das, was wir gerade gesehen haben, muss da ein Zaun stehen? Oder was sagt denn die Berufsgenossenschaft? Was müsst ihr da machen? Also das Thema ist bei den kollaborativen Robotern ist es so, dass die ja eben sozusagen als Mitarbeiter sind. Das heißt, die haben eine Zertifizierung, dass ich keinen Zaun brauche. Das heißt, ich kann die ganze Zeit in die Tätigkeiten vom Roboter reingreifen. Wenn ich den Roboter berühre, bleibt er sofort stehen. Das heißt, er hört sofort auf, geht sofort in eine Fehlermeldung. Das heißt, er ist extra dafür konzipiert, eben diese kollaborativen Roboter, um einfach Sicherheit zu gewähren, dass er uns zuarbeitet. Das heißt, Okay. wir können uns zu dritt neben den Roboter stellen, verschiedene Aufgaben eben machen und der Roboter übernimmt dann andere Aufgaben. Dafür sind sie konzipiert. Das heißt, dafür brauche ich keinen Zaun und kann aktiv im Roboterfeld eben mit eingreifen. Das klingt auch wunderbar und unkompliziert, weil die Technik eigentlich die Sicherheit eingebaut hat, ne? Mit Genau. anderen Worten. So habe ich es verstanden. Also man muss gar nicht allzu stark drüber nachdenken. Ich nehme an, Nee. die Frage ist damit beantwortet. Trotz allem würde mich natürlich interessieren, nochmal so ein bisschen einen Blick auf die Wirtschaftlichkeit. Hast du mal gerechnet? Also du investierst, ich sag mal, 25.000 Euro in diesen Cobot, der jetzt da dieses Handling übernimmt und in die Lasermaschine eingibt oder andere Sachen macht. Wie sieht da so deine Rechnung aus an der Stelle? Kannst du da sagen, in einem Jahr ist das Ding bezahlt oder ist es so einfach und doch nicht? Wie ist denn das? Also, ich sag, das ist relativ also schnell bezahlt, auch aus dem Grund, also vielleicht sogar schon im halben Jahr, wenn man sich das überlegt, jetzt würde man eine Arbeitskraft komplett dafür den ganzen Tag eben den Laser zu bestücken mit Brettchen, es macht einfach keinen Sinn. Wir können da kreative Sachen machen, die der Roboter, also der Roboter kann lang noch nicht alles, also die der Roboter eben nicht kann, also Möbel, die Holzrichtung, alles Mögliche, wirklich Bretter zusammenleimen, das kann der Roboter noch nicht. Da müssen wir selber als Schreiner drauf schauen, dass das funktioniert. Und ich sag, also bei uns hat sich der innerhalb vom halben Jahr bezahlt gemacht, definitiv, weil wir zum Teil halt auch dann zu zweit geleimt haben oder zu dritt geleimt haben. Und jetzt reicht es natürlich, wenn einer nur noch die Bögen reinlegt auf den Robotertisch und wieder entnimmt und dann eben die Verleimarbeiten macht. Das heißt, wir sparen uns eigentlich dann fast zwei Arbeitskräfte, weil wir damals eben auch von der Geschwindigkeit her, eben wenn wir es händisch geleimt haben, dann zum Teil auch nicht so schnell waren, dann war es ein bisschen unpräzise, dann war in einem Loch zu viel Leim, muss man es wieder entfernen. Und so hat man immer auch den Zeitdruck gehabt. Wir mussten in 10 Minuten, weil natürlich nach einer Viertelstunde der Leim abbindet, irgendwie in 10 Minuten so ein Viererset schnell für die Presse fertig machen und standen zum Teil dann auch zu dritt dran. Und das geht jetzt ohne Probleme dann der Roboter und eine Person. Und da ist es natürlich, kann man sich das auch schnell ausrechnen, vor allem in der Corona-Zeit, wo wir ganz, ganz viele Bögen damals verkauft haben, so Kinderkletterbögen, wo wir einfach das Thema hatten, wir sind nicht mehr hinterhergekommen. Also das war auch, wo wir gesagt haben, wir brauchen noch einen zweiten, haben und dann auch noch einen zweiten angeschafft für das Schleifen, weil das war einfach so viel Aufgaben und das hat sich sehr, sehr schnell bezahlt gemacht. Also ich würde mal behaupten, wenn man jetzt einfach eine wiederholende Stückzahl hat, die der Roboter einen ganzen Tag einen Laser bestücken, einen ganzen Tag irgendwelche Bauteile schleifen, wird ja auch schon bei
Lautsprecherherstellern verwendet, so Cobots, die dann Gehäuse von Lautsprechern, die halt natürlich immer gleich sind, wieder schleifen. Und also da gibt es inzwischen auch viele, ja, kleine Firmen, die auch jetzt hier im deutschen Bereich, wo ich weiß, die haben inzwischen Cobots im Einsatz. Wir haben mal eine Entwicklung auch gemacht für eine andere Firma, die sich dafür interessiert hat. Jetzt haben wir nochmal einen Termin von Pestol, haben sich auch schon Leute interessiert dafür, wie das alles mit Cobots funktioniert, eben genau die Entwicklungsabteilung. Und das Thema ist natürlich, ja, also er kann natürlich viele Sachen machen, nur man muss natürlich auch kreativ sein, was sind die Aufgaben und auch was sind die Anbaumöglichkeiten. Also da ist es leider so, dass für unseren Schreinerhandwerk gibt es natürlich noch nicht viel auf dem Markt. Und auch was die Kosten angeht, man muss sich den Roboter vorstellen, als wäre es einfach die dritte Hand, die wir haben. Das heißt, wir können dem eigentlich jede x-beliebige Maschine in die Hand drücken und sagen, hier, das habe ich immer früher händisch gemacht, bitte übernehmen diese Aufgabe so. Das heißt, da wird einmal geteacht und dann funktioniert es. Super, das klingt ja sehr interessant und ich weiß nicht, also bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung müsste eigentlich jetzt vielen Inhabern und Inhaberinnen, wir haben ja viele im Teilnehmerkreis, die das sind, eigentlich die Augen leuchten, könnte ich mir vorstellen. Trotz allem sind wir natürlich realistisch und ich würde mal gerne noch einen Blick nach vorne werfen. Mit deiner Einschätzung, mit deiner Erfahrung, die du jetzt hast, seit einigen Jahren machst du das, glaube ich, Ja. inzwischen. Wir haben gestern einen sehr interessanten Vortrag von Matthias Brack gehört zum Thema KI. Irgendwie drängt sich ja auch die Frage auf, kann man nicht zwei coole Technologien miteinander verknüpfen, sodass die Cobots eigentlich am Ende nicht so dumm sind und nur Serienarbeiten machen können, sondern auch in Grenzen oder Maßen vielleicht mitarbeiten, in Anführungsstrichen. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Also was denkst du Definitiv. zu diesem Thema? Ja, nee, definitiv. Also das interessiert uns natürlich auch sehr. Also mit der KI sind wir natürlich auch, was unsere Kochinsel, unsere verfahrbare Kochinsel angeht. Wir haben inzwischen die ersten Möbelstücke eben hergestellt, die mit Mechanumrädern frei im Raum bewegbar sind. Also das heißt, wenn man jetzt früh oder mittags zum Beispiel ein Sofa, was sich verfährt, oder jetzt auch eben die Kochinsel, die komplett auf Rädern ist, die parkt einfach den ganzen Tag, wenn man sie nicht braucht, hinten im Eck, fährt dann raus, wird automatisch zum Sitzplatz. Und da sind wir natürlich auch, was das ganze Route Mapping angeht, sehr auf die neue Technik. Und da gibt es natürlich auch immer mehr, ja, Firmen, die sich natürlich damit beschäftigen. Und das mit Robotern oder mit den kollaborativen Robotern, auch mit der Software, ist ein hochspannendes Thema. Es gibt ja inzwischen auch Firmen, die sich da intensiv mit beschäftigen, mit der KI, wie wenn man jetzt Google Intrinsic anschaut oder so, die natürlich da auch ja, viel Energie reinstecken, wo ich sage, das macht natürlich sehr, sehr viel Sinn, weil jede Firma hat irgendwie eine tolle Roboter-Software, aber man fängt immer wieder von vorne an und dieses Teaching, das nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Angenommen, da wäre jetzt eine einfache Kamera, die erkennt, okay, jetzt brauche ich da einen Schleifigel oder ich sage am Schluss nur noch einen Knopf schleifen oder so, hier schleif mir das Brett, wäre das natürlich für uns ein Traum in der kleinen Schreinerei. Da ist es nur so, dass man halt ehrlich gesagt natürlich auch noch viel Anwendungen braucht. Ich meine, die KI muss auch irgendwie gespeist werden. Das heißt, es müssen Anwendungen wie jetzt zum Beispiel Lenkräder schleifen oder Bretter schleifen oder solche Sachen auch alles mal hinterlegt sein. Und da würde sowas natürlich sehr, sehr viel Sinn machen. Vor allem, dass man da auch im Hinblick auf die KI da nach vorne blickt. Und ich weiß, große Firmen, die beschäftigen sich damit, weil es natürlich auch immer das Thema ist, ist es wie mit einer CNC. Jede CNC funktioniert gleich und jede, also wir haben an unseren beiden CNC das damals schnell gemerkt, SCM und Felder, dass die eine nutzen die Software, die andere nutzen die Software, da muss man sich da wieder reindenken und am Schluss muss es aber nur ein viereckiges Brett rausfräsen. Also wo ich immer sage, also es kann ja eigentlich nicht so kompliziert sein, wo es leider die Hersteller noch ab und zu noch nicht ganz ja, verstanden haben, uns eine einfache Software dazu liefern, wo man sagen, so, hier hält man ein Brett, das müsste man fräsen. Und ich glaube, da müsste man auch eben ein bisschen ansetzen, weil wenn man jetzt auch im metallverarbeitenden Bereich schaut, was da die CNC heutzutage können, wie die zusammen kommunizieren, auch mit Robotern inzwischen, ist da schon viel mehr Entwicklung dahinter, wie leider bei uns im Holzbetrieb. Also wir kämpfen da immer noch. Wir haben zwei nickelnagelneue CNC-Maschinen und ja, ich sage immer noch, das Fräsen ist auf dem Stand wie vor 10 Jahren. Also da gehört natürlich auch noch, oder auch den Herstellern natürlich auch, die
dass da viele Möglichkeiten geschafft werden. Und was wir natürlich merken, jetzt auch bei den Robotern, auch bei den neuen Robotern, es kommen andauernd neue Software dahinter, andauernd neue Tools, die natürlich so wie eine App funktionieren, wo wir halt einfach viel mehr nutzen können. Und da ist man die ganze Zeit auf Verbesserungen, auf natürlich auch eben auch im Hinblick auf die KI, dass man sagen kann, später hat man so einen Roboter in der Schreinerei stehen und sagt, so hier leimen, hier ölen, hier schleifen, hier die Aufgabe machen, hier bestücken. Und dieser eine Roboter kann dann diese ganzen Arbeiten übernehmen, weil technisch gesehen wäre es überhaupt kein Problem. Nur die Software dahinter ist leider noch, oder das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber natürlich für uns auch wäre das ein Traum. Also mit anderen Worten haben wir ja super Aussichten. Die Hardware, die Cobots, die Roboter werden preislich immer günstiger. Und auf der anderen Seite entwickelt sich die Anwendung als immer einfacher, smarter und unkomplizierter. Ich meine, das sind ja zwei tolle Signale, ne? Die eigentlich ja, dafür sprechen, dass die Technologie in den kommenden Monaten, Jahren deutlich mehr Breite gewinnt und Absolut, ja. sozusagen in Werkstätten sich rein erobert. Elias, leider ist die Zeit schon rum. Ich Ja. habe noch spannende Fragen gehabt. Eine aus dem Teilnehmerkreis will ich dir stellen mit einer Bitte um ganz kurze Antwort. Die heißt, habt ihr auch einen mobilen Roboter für die Baustelle? Leider noch nicht, aber also es gibt ja auch Hersteller, die daran arbeiten. Wo man sagt, das wäre natürlich der nächste Traum. Ein Roboter, der mit uns zur Baustelle kommt und nicht nur unsere Möbel dann trägt, sondern natürlich auch die Arbeiten übernimmt. Aber wie gesagt, es sind Firmen dran, die da auf jeden Fall, ja, in die richtige Richtung arbeiten, wo uns natürlich auch eine große Erleichterung und Unterstützung da natürlich weiterhin Ja. bieten würde. Okay. Perfekt. Also es hat ganz viel Spaß gemacht. Es war super interessant. Vielen Dank. Möchte dir ganz herzlich danken und bin Ja. mir sicher, Auch, dass wir ja. uns auf dem einen oder anderen BMDDS-Praxistag vielleicht nochmal sehen und hören. Alles Ja, Gute vielen Dank, dir Christian. und Ja, mach's gut. danke dir. Ne? Ja, super. Tschüss. Tschüss.